Ja, hallo, ich grüße euch mal wieder zu einer weiteren Ausgabe von Client Coaching und Consulting Services. Und heute geht es um das Thema Ernährung. Finanzielle Freiheit durch Ernährung. Ja, das ist natürlich ein sehr gewagter Titel für dieses Video. Und ich habe auch schon von Leuten gehört und gelesen, die durch ihre Ernährungsumstellung, allein nur durch eine Ernährungsumstellung, letztendlich finanziell frei geworden sind. Also das sind dann sozusagen die teilweise auch rumlaufen wie so ein Strich in der Landschaft, ja, weil sie einfach ganz bewusst essen und alles Mögliche weglassen und eigentlich immer super topfit sind und ewig lange leben und so weiter. Also wie ihr sehen könnt, gehöre ich mit Sicherheit nicht zu diesen... Oh, das war das Telefon. Also ich möchte nicht sagen, dass ich, wie man sehen kann, bin garantiert nicht einer von diesen Asketen oder wie man diese Spezies nennt, diese Sorten von Menschen. Da gibt es auch noch ganz wenige davon. Ab und zu sehe ich mal einen davon in München rumlaufen. Aber ja, ich habe zum Beispiel vor circa 6, 8 Monaten sowas, habe ich mich entschieden, so gut wie kein Fleisch und keine Wurst mehr zu essen. Ja? Sondern ich decke meinen Eiweißbedarf einzig und alleine durch Lachsfilet. Ja, 200 bis 400 Gramm, jeder Tag ist da ein bisschen unterschiedlich. Der Bedarf eines Menschen ist da sehr unterschiedlich von Tag zu Tag, je nachdem, was du tust, wie deine Verdauungsrhythmen sind und so weiter und so fort. Aber 200 bis 400 Gramm frischer Lachsfilet, ja, und dann ist dein Eiweißbedarf komplett gedeckt, unter anderem auch noch ganz viele Fette und Öle, die sehr gesund sind und die da drinnen sind und so weiter. Und den restlichen Bedarf an Fetten und Ölen decke ich dann hauptsächlich durch Nüsse zum Beispiel. Ja? Und eben ganz wenig Schokolade. Und jetzt ist in der Vorweihnachtszeit, heute ist der 3. Dezember, ganz besonders wichtig, denn da habe ich mir früher immer die Lebkuchen reingehauen ohne Ende. Ja? Und Schokolade sowieso und so weiter. Und dann gibt es auch noch zum reduzierten Preis. Oh je, ja. Aber was dieser schlechte Zucker, es gibt guten und schlechten Zucker, ja. Manche lassen den Zucker dann komplett weg, aber das würde ich jetzt nicht schaffen, weil ich auch sehr viel denken muss, ja. Aber es ist eben, ganz konkret gibt mir zum Beispiel hier, seitdem ich jetzt einfach Fleisch weglasse und Schokolade weitestgehend weglasse, ja, hat es zum Beispiel bei mir den konkreten positiven Effekt, dass ich, sagen wir mal, wenn ich jetzt abends um 10.30 Uhr ins Bett gehe, dass ich morgens um 4.30 Uhr schon wieder wach bin, also von alleine aufstehe, lange bevor mein Wecker klingelt, also 2 Stunden bevor mein Wecker überhaupt klingeln würde, ja, und ich aber gar nicht mehr schlafen will, also gar nicht mehr schlafen kann, weil ich einfach topfit und hellwach bin, ja, und abgesehen davon, das, was ich mir für den nächsten Tag vorgenommen habe, ist auch eine Tätigkeit, die mir Spaß macht, das hilft natürlich auch, und ich kann mich zurückerinnern, vor, ja, einiger Zeit, noch vor vielen Jahren, als ich 8 Stunden und mehr geschlafen habe, ja, wo ich mir immer gedacht habe, ich brauche mindestens, ich bin ein Typ, ja, ich bin überhaupt kein Morgentyp, ja, überhaupt nicht, null. Ich brauche 8 bis 9 Stunden Minimum, ja, und dann bin ich so richtig ausgeschlafen, ja, und dann habe ich aber auch ab und zu festgestellt, dass selbst wenn ich 10 Stunden geschlafen habe, mich nicht ausgeschlafen fühlte, ja, eigentlich nie ausgeschlafen fühlte, ja. Und dann bin ich mal auf den Trichter gekommen, okay, das könnte eigentlich an der Ernährung liegen, obwohl ich jemand bin, der schon immer sehr bewusst eigentlich auch, was Ernährung betrifft, sich ernährt. Also ich rauche nicht, wenig Alkohol und so weiter, aber das war ein Trugschluss, denn ich habe völlig unterschätzt, was ich da eigentlich in mich hineinschaufle. Ja? Und deswegen ja auch der Titel dieses Videos, du isst, was du bist. Ja? Und das ist die reine Wahrheit. Ja? Es ist tatsächlich so, was du da so nicht reinschaufelst an Fertigprodukten und so weiter und so fort, was da alles drin ist. Ich habe sehr viel Hühnchen gegessen, weil ich sehr viel Fitness gemacht habe. Ja? Und im Fitness... Da gibt es so gewisse Regeln, Oldschool-Regeln, ja, isst viel Hühnchen und viel Nudeln für Kohlenhydrate, dass du immer schön deine Übungen machen kannst und Muskeln aufbaust und da-di-da und tralala. Das brauchst du heutzutage alles nicht mehr, ja. Und was hat das jetzt nochmal mit finanzieller Freiheit zu tun? Man kann es auch ganz, ganz hart einfach mathematisch durchrechnen. Ja? Wenn ich jetzt mir am Tag 200 bis 400 Gramm
feinstes Lachsfilet, frisches Lachsfilet bester Qualität kaufe, na, dann kostet mich das ungefähr 12, 13, 15 Euro. Ja? Und dann kann man es ja aufrechnen, das sind dann im Monat irgendwie 400 Euro oder sowas. Ja? Wenn ich aber jetzt dadurch 2 Stunden weniger Schlaf am Tag benötige und diese 2 Stunden ja, vollen Einsatz bringen kann und unter Umständen die restlichen Stunden, die ich wach bin am Tag, auch voller Energie bin, also mit viel mehr Energie geladen bin, also viel produktiver sein kann, ja, das lassen wir mal weg. Ja, nur diese 2 extra Stunden, die ich weniger schlafen muss, ohne irgendwelche Nachteile, gesundheitliche Nachteile, sonstiges, im Gegenteil. Ja, dann sind diese 2 Stunden, sagen wir mal, ein durchschnittlicher Freelance-Stundensatz bei 50 Euro, ne? 2 Stunden am Tag mal 30 in der Woche, das wären dann 1500 Euro. Das wären also 1500 Euro, die Zeit ist Geld, ja, besonders jetzt, sagen wir mal, für einen Freelancer, aber grundsätzlich für alle Leute, ja, Zeit ist Geld, das heißt, ich hätte hier durch diese 2 Stunden weniger Schlaf am Tag 1500 Euro zusätzlich verdient, ja. Und dann, ich meine, Essen kaufen muss ich sowieso, jetzt sagen wir mal, das Lachsfilet ist doppelt so teuer wie den Eiweiß, den ich mir sonst durch Wurst oder irgendwas anderes oder Fleisch zu mir genommen hätte, ja, dann habe ich vielleicht 200 Euro mehr ausgegeben, ja, habe aber das beste Lachsfilet, das es gibt in München, ja, gefuttert, ja, und habe aber dagegen, also dann habe ich einen Nettogewinn von 1300 Euro. Ja? Und das ja, kann ein extrem wichtiger Baustein sein, ja, der dich in Richtung finanzielle Freiheit führt. Ja, ich sage nicht, das ist der einzigste Weg, es sei denn, du machst eine super, isst nur noch ganz wenig und gibst gar nichts mehr für Essen aus und so. Wie so diese Asketen, die sie irgendwie nur noch ganz wenig essen und so weiter. Also das würde ich dir auch nicht empfehlen. Ich esse auch ab und zu mal noch ein Stückchen Schokolade. Ja? Aber ein letzter Tipp noch. Ersetze Schokolade durch Datteln. Jetzt in der Vorweihnachtszeit, geh zum Rewe, da gibt es Datteln für 1,28 ja, pro Kilo, pro 100 Gramm. Super günstig, also wirklich sehr hochwertige Datteln. Nicht diese billigen verpackten da, sondern diese richtig, richtig schön hochwertigen, ich glaube, sie sind auch Israel oder irgendwoher. Egal, wo die her sind, wurscht. Ist da ein, zwei von diesen Datteln, ja. Ich habe sie hier irgendwo liegen, müsste ich jetzt erst holen. Warte, ich hol mal kurz. Moment. Also das hier, so eine ganze Tüte hier voller Datteln kostet gerade mal 10 Euro, ja, diese Datteln hier, ja, hochwertige. Und kostet gerade mal 10 Euro so ein Backen hier bei Rewe, ja, und da kannst du dann eine ganze Woche oder 2 Wochen lang, hast deinen Zuckerbedarf vollkommen gedeckt, ja, und das kombinierst du dann noch mit ein paar Walnüsse und so weiter und du bist einfach topfit, ja, den ganzen Tag über, ja. So viel, so weit, so gut zum Thema Ernährung und wie die richtige Ernährung ja, in Richtung finanzielle Freiheit zumindest weiterhelfen kann. Ja, wirklich definitiv, ist wirklich so. Ein ernst gemeinter Rat und Tipp. Ernährung ist was ganz, ganz Wichtiges, was viele Menschen total unterschätzen. Ja, die sich halt einfach irgendwelche Leberkäse sammeln. Ja, bei uns in Bayern Leberkäse sammeln, rein einpfeifen da mit. Wie ich auch früher, ne, habe gedacht, schmeckt so gut, ich esse keine Leberkäse mehr, ja, auch keine Wurst mehr. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, ne, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis zum nächsten Mal, tschüss.